Level 7 Forscher-Geruf, willkommen zurück zu The Legend of the Oracle of Seasons. Ja, ein paar Räume. Auf jeden Fall. Mal schauen, ob wir durchkommen. Letztes Mal kamen wir hier hin, haben auf jeden Fall zwei. Wie heißt das? Flüche oder so gebrochen. Jetzt hier am Ende auch nochmal. Ja, sehr schön. Komme ich jetzt hier lang? Mal schauen, ob wir heute durchkommen. Wäre schon nice. Da geht's nicht weiter. Das dreht sich nicht. Kann ich das von hier anmachen? Kann ich sie besiegen mit den Flammen, ja? Ja, auch nicht. Weil die müssen sich drehen, sonst komme ich da nicht rüber. Geht jetzt hier echt nicht weiter? Okay, einen Weg habe ich noch, glaube ich. Wir kamen ja hier in den Raum. Nee, wo war das jetzt? Nach oben und rechts? Nee, da war nichts. Mal kurz zurück, wir haben nicht wieder diese Statuen verschieben. Okay, jetzt ist das jetzt wieder schon so weit, dass ich nicht weiß, wo lang. Ein Schlüssel bräuchte ich. Flur ist doch gebrochen, so komme ich dann hier nicht lang. Irgendein Schlüssel wird benötigt. Er geht da nicht durch, ne? Oh! Yo, ist angegangen, nice! Boah, wie krank ist das denn? Und hier rüberziehen? Nein, nein, nein! Okay, das heißt links oder rechts? Ich bin auf dem blauen. Das ist relativ egal gewesen, okay. Ja, der linken wäre ich dann nicht hier hochgekommen. Aber hier komme ich auch nicht rüber. Weil ich brauche ein Upgrade eines Items. Oder komme ich theoretisch mit Pegasus Dinger rüber? Ja, hier ist das Upgrade. Du hältst den Greifenmantel. Halte den Knopf gedrückt, um besonders weit zu springen. Oh, endlich. Thank you.
macht so gar keinen Sinn gerade, oder? Einfach, dass man zurück kann? Aber macht auch gar keinen Sinn. Hätte man die irgendwie anders besiegen können und dann hier rüber und dann hier den Schalter umlegen? Ich hab's ja versucht, aber es ging ja nicht mit Feuer nicht. Vielleicht mit Akano oder Duftkernen. Ah, okay, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir irgendwo wieder zurück. Da wo wir jetzt auch rüberkommen, ey. Ja. Irgendwie ja nicht. Ja, warum fällt es da jetzt darunter, du Scheiß? Oh, genau hier, let's go, lauf. Ich hasse das, ne? Oh, genau auf mich, ich will nicht sterben, Alter, was soll das? Hau ab, jetzt kann ich hier rüber. Oh Mann, langsam reicht's hier echt. Herze gibt's ja auch nicht, ne? Trampolin? Ja, noch ein Tür. Okay, diese Kugel müssen wir jetzt irgendwie runterbringen. Genau. Wir halten da eine Truhe. Mit dem Schlüssel? Ja, eben war das der Richtige. Mein Herz, das ist ja ein scheiß Gepiepe, nicht hören muss. Bin mal gespannt, wie weit es heute gehen wird. Ich hoffe natürlich, dass wir durchkommen. Ja, schon ein bisschen kompliziert, ne? Weil hier brauchen wir jetzt auch L2. Ja, mach kaputt. Wir kommen da trotzdem perfekt rüber. Da fällt er trotzdem daneben, geil. Ja, ich bin drauf. Geil. Völlig unerwartet. Ja. Thank you.
Ja, so die Gefahr jetzt dabei. Ja, hier kann man ja stehen bleiben. Jetzt brauchen wir auch Pegasus-Kerne. Sehr schön. Und dann... Und zurück. Ja, da sind die zwei wieder. Der von uns erneut. Bist du unseren Bann brechen oder zerbricht er dich? Vielleicht wird es zeigen. Könnt ihr ausmachen, ich besiege euch auch so. Das darf nicht wahr sein. Nein! Okay, wir fangen nochmal von vorne an, komplett. Man müssen die Dinger auf der anderen, also so nervig. Okay, die sind ja sehr schnell, die scheiß Dinger, Alter. Noch nicht mal einer weg. Nein, das kann nicht sein. Ich werde zurückkehren, um die Schere und heimsuchen. Mach Feuer an. Geht's auch nur nach rechts? Okay. Oh, nicht sowas, ja. Die ganzen Treppendinger. Da, oh, da muss man da merken. Ein Rumpin. Ehrlich. Aber ich habe doch noch gar nicht den Bossschlüssel. Aber nach rechts muss ich hoch. Jetzt wieder hier runter. Oh. Da rüber. Ist ja blöd, ne? Wieso fällst du jetzt da runter? Macht gar keinen Sinn, Alter. Juhu! Da kann ich leider nicht herumziehen, das ist schade. Geister, Geister, Geister 1. Und den letzten kommen hopp. Und den Schlüssel brauchen wir sogar. Keine Geduld habe ich. So, jetzt kann man das wegschieben. Okay. Braucht den ganzen Weg nicht zurück. Gut gemacht. So. Ach ja, dieses Rätsel, ich kenne das. Wir müssen erst auf Nummer 1 kommen. Da ein bisschen so machen.
sehr schön, ey. Trampolin? Dann fähr ich mal hoch. Ganz normal. Nein! Nein! Sag doch einmal, dass man nach unten lenken muss. Wieso fällst du da jetzt runter? So ein bisschen. Ist er blöd? Ah, jeweils dieses Rätsel. Müssen die. Beide blau sein? Na, einmal kurz lesen. Unter mir rot. So rechten rot. Nur ich soll blau erstrahlen. Unter mir rot? Ich muss hin und her laufen. Nice Trick. Und dann zur rechten rot, ja genau. Ah ja. Bei mir rot und zur rechten rot. Mach die alle weg. Hüpfende Dinger hier. Machst du das sehr schön? Nur mit der. Das alles und da. Ja, können wir jetzt zurück? Da wo die ganzen Treppen waren. Und den Weg zum Boss finden. Kommen wir noch durch, das ist doch gut. Aber mehr Herzen werden besser, ne? Ja, runter. Ich kann ja nur hier lang. Dann den. Den nicht. Dann den. Dann oben. Geht ja nur der eine Weg. Ich glaube, der obere war's. Dann unten. Nee, es war auch falsch. Na doch, der hier. Gunther. Nee. Ich muss hier unten rechts reinkommen. Dafür gehe ich hier hoch. Aber Moment, Moment, vielleicht sind ja hier noch Perze oder Feen. Ja, sehr schön. Und dann da hoch. Boah, einmal mit voller Power zum Endboss hier. Ins Dungeons. Ich glaube, ich muss die beide gleichzeitig besiegen oder so. Ja, wir dachten, das wäre es schon. Oh nein, da hätte ich springen müssen. Nein, nein, steh auf. Ausweichen ja easy going, Alter. Einer der einfachsten Bosse, ey, weil er Level 7, ey. Ich weiß aber, diese komische Motte habe ich mich gequält und noch einen Boss. Und hier First Strike. Ja, die Köpfe muss man beide gleichzeitig machen. Oder ziemlich schnell hintereinander, dann wachsen die nach. Und dann den einfach ausweichen beim Springen immer. Easy. Du erhältst die Saat des Lebens. Eine Essenz der Natur. Leben entsteht, wenn Vögel diese Saat des Lebens in die Ferne hinaustragen.
Okay. Sommer fällt nur noch ein Level. Aber wie komme ich jetzt zu dem Jazz Herz, Alter? Muss irgendwie Herz sein. Uah, Basti. Die Saat des Lebens gab mir neue Kraft. Nun geht es um die letzte Essenz der Natur. Auch dieses Mal träumte ich nicht. Zähle auf dich, Basti. Sie muss irgendwo in Hunderdrum verborgen sein. Ich glaube, dank dir kehrt meine Kraft zurück. Gutes Gelingen, Basti. Schön. Irgendwie muss ich hier Herbst hinbekommen. Irgendwie muss ich da rein, aber ich weiß nicht, ob ich hier einspringen kann. Muss ich hier irgendwas verschieben vielleicht? Ah, Moment mal. Ganz falsch gedacht. Komm, Martha, gib mir mein Herz an, komm. Ja, Gascha-Kern hat auch keine Zeit gegeben. Wir haben hier doch unsere Baumstumm. Na, machen wir jetzt hier Herbst. Also jetzt erst holen das Herz dann. Oh. Sieh mir lustig aus. Juhu, du Flügelchen. Und dann gab es noch diese Höhle. Ja, worüber fliegen können und dann nach oben. Und sind wir auf dem Friedhof. Ah, oh, ja. Ganz easy, ganz easy, easy. Du, du, du. Somit fehlen jetzt noch vier Herzteile. Martha, eine aus dem Baum, Kaschaken und noch irgendwo zwei Stück. Ja, pflanzen mal. Ne, lieber nicht, weil ich glaube, hier kriegen wir eventuell kein Herzteil, deswegen. Wo geht's dann beim nächsten Mal hin? Das will man sehen. Irgendwo. Ja, hier ist noch was zu. Da geht's noch nicht hoch. Da brauchen wir erstmal, glaube ich, alle 8 Essenzen. Oh, da machen wir auch für heute Feierabend. Reisen hier zurück und beim nächsten Mal einmal Martha, ja, wenn ich hier hinkomme. Vielleicht gibt es ja auch eine weitere Setzzahl. Ja, ich weiß nicht, wann das erscheinen wird. Das hatte ich noch nicht einmal. Vielleicht so und so viel Mal muss man Martha treffen. Naja. Ja, dann schauen wir mal, wo es dann beim nächsten Mal hingeht. Vielleicht erstmal noch die Herzteile sammeln. Herzlich noch so mal schauen. Bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Nur nicht mehr passiert. Bleibt in den Fitnessschild und ciao.